Flo, wir fangen ganz locker an und blicken noch mal ein paar Wochen zurück, bis jetzt ungefähr seit 3 Monaten in Augsburg. Sportlich, persönlich sehr gut angekommen, glaube ich. Privat sowieso. Erzähl du doch mal selbst, wie du die ersten 3 Monate beim FC Augsburg selbst siehst. Ja, die ersten 3 Monate waren sehr, sehr schön. Bevor die Saison losging, war schon das größte Highlight mit der Geburt vom Felix. Da ging es einfach schon richtig gut los. Und persönlich habe ich mich echt gut eingelebt hier. Ich fühle mich sehr, sehr wohl hier in Augsburg. Bin auch gleich in München bei meiner Familie, bei meinen Freunden. Und von dem her fühle ich mich echt pudelwohl und genieße es hier zu sein beim FCA. Und jeden Tag macht es mir Spaß mit den Jungs und ich hoffe, dass jetzt dann noch einige Punkte folgen werden und dass wir noch als Mannschaft erfolgreicher sind. Und dann glaube ich, war es der perfekte Wechsel. Man sieht das auch auf dem Platz, dass du topfit bist. 4 Tore aus 7 Spielen, das kann sich in der Bundesliga auf jeden Fall sehen lassen. Was glaubst du, warum hat es so gut funktioniert, FC Augsburg und Florian Niederlechner bis hierhin? Ich glaube einfach, der Hauptpunkt ist, dass ich die komplette Vorbereitung gemacht habe. Ich bin gesund. Meine Verletzungen, die wo ich gehabt habe, stören mich überhaupt nicht mehr. Bin topfit und das andere ist natürlich auch, was sehr wichtig ist. Das Trainerteam und vor allem die Mannschaft gibt mir viel Vertrauen und Vertrauen braucht man als Stürmer und dann glaube ich, kann man auch die beste Leistung abliefern und ich glaube, ist mir in den ersten Spielen ganz gut gelungen und ich will es auch immer jedes Spiel zurückgeben, das Vertrauen und gebe immer Vollgas. Und ja, dass natürlich mit Toren, dass dabei Tore rausspringen und auch Vorlagen, ist für mich wichtig, aber umso wichtiger auch für die Mannschaft. Bei dir persönlich läuft es sportlich super, Tore haben wir angesprochen. Was die Ziele des FC Augsburg anbelangt, haben wir gerade so einen Durchhänger. Ich glaube, du hast wahrscheinlich auch mit deinen Ex-Vereinen, ähnliche Vereine wie der FCA, Mainz und Freiburg, so Täler durchlaufen. Wie siehst du die aktuelle Lage beim FCA gerade, die sportliche Situation? Ja, wie du schon gesagt hast, da bin ich es ein bisschen gewohnt aus Freiburger Zeiten. Das Wichtige ist einfach, dass wir zusammenhalten müssen. Der Start war jetzt nicht so, wie wir es uns erhofft haben. Klar, was einfach Fakt ist, ist, dass wir sehr spät zusammengestellt worden sind. Wenn man sieht, die Viererkette vom letzten Spieltag, die Viererkette gegen Ferl. Es braucht einfach die Zeit, aber wir haben jetzt auch nicht mehr so lange Zeit. Wir müssen jetzt einfach anfangen zu punkten. Wir müssen Vollgas geben. Wir wollen jetzt auch gleich am Samstag gegen Bayern wollen wir Vollgas geben. Spielen wir voll auf Sieg. Wir wissen, brauchen wir ja nicht groß rumreden, Bayern München wird ein sehr, sehr schweres Spiel, aber wir wollen volle Leidenschaft zeigen. Jeder soll für den anderen kämpfen oder jeder will für den anderen kämpfen. Und dann hoffen wir, dass wir die Überraschung schaffen, dass wir jetzt nach der letzten Länderspielpause sind wir schon sehr gut rauskommen und ich hoffe, dass es uns jetzt auch gegen Bayern gelingen wird. Die einen sagen, gegen den FC Bayern hat man nichts zu verlieren, man kann frei aufspielen. Die anderen sagen vielleicht, man hat in jedem Bundesligaspiel 3 Punkte zu verlieren. Wie siehst du es? Ich sage immer so, wenn man gegen Bayern spielt, hast du eigentlich keine Chance, aber genau das ist die Chance, wo man hat. Wenn man sieht, die letzten Ergebnisse, sie gewinnen 8-2 in Tottenham, was willst du da? Ist einfach sau schwer gegen Bayern, aber wie gesagt, jedes Spiel geht bei 0-0 los vor unserem heimischen Publikum. Da hoffen wir, dass sie uns richtig nach vorne peitschen. Da bin ich mir ganz sicher, wenn man die letzten Heimspiele sieht, die werden Vollgasstimmung machen. Die müssen uns mittragen und wir wollen unten richtig Gas geben und sie voll attackieren. Und dann hoffe ich einfach, dass uns die Überraschung gelingt, zumindest, dass wir einen Punkt holen. Sie sind ja auch angreifbar. In der Champions League waren Sie überragend. Tottenham hast du angesprochen. Hoffenheim hat es trotzdem vorgemacht, dass Sie auch schlagbar sind. Und auch der FC Augsburg hat es geschafft, in der Vergangenheit den großen Nachbarn immer mal wieder zu ärgern. Was muss da alles zusammenpassen? Also Bayern ist ja schon, da muss alles stimmen an so einem Tag, dass die verwundbar sind. Klar, wenn man ehrlich ist, wenn Bayern einen überragenden Tag hat, dann ist es einfach so, dann ist es sehr, sehr schwer, dass da was holst gegen die.
Vielleicht einfach nicht den besten Tag von FC Bayern. Wir müssen einen sehr, sehr guten haben. Wir müssen Leidenschaft an den Tag legen, müssen sie früh stören, wir müssen aggressiv sein, müssen super umschalten. Gegen den Ball musst hervorragend arbeiten, jeder muss sich auskotzen. Dann musst du einfach die Umschaltaktionen nutzen. Klar, ein Führungstor gegen Bayern hilft dir natürlich. Aber wir wollen aggressiv sein vor heimischem Publikum. Wir wollen schon den Fans zeigen, hey, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die will heute unbedingt gewinnen. So müssen wir auftreten. Und ich glaube, die letzten Erfahrungen, wo ich gegen Bayern in Heimspielen gesammelt habe oder auch der FCA, ist, du musst aggressiv sein, darfst sie nicht so ins Spiel kommen lassen. Und dann kannst du wie in jedem Spiel 3 Punkte holen. Florian Niederlechner gegen Niklas Süle, gegen Boateng, Hernandez, Pavard. Man weiß nicht, wer da kommt, aber richtige Kanten. Du bist auch nicht gerade von kleiner Statur. Freut man sich da drauf als Stürmer? Also ehrlich gesagt freue ich mich da jetzt nicht drauf. Das ist wie ein anderes Spiel auch. Sind genauso andere, genauso Innenverteidiger wie auch andere. Freue mich jetzt da nicht extra. Ich will einfach nur das Spiel gewinnen oder einen Punkt holen. Das ist mein Ziel. So gehe ich ins Spiel rein. So gehen wir als Mannschaft rein. Und das ist mir ehrlich gesagt egal, gegen wen das wir spielen. Wenn man kurz zurückblickt auf das Gladbach-Spiel, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass das absolut nichts war, wie kannst du den Fans ein bisschen Hoffnung machen, dass er am Samstag ein anderes Gesicht zeigt? Ich kann das den Fans versprechen, dass wir Vollgas geben, dass jeder sich für den anderen auskotzt, jeder gibt Vollgas über 100% und wir brauchen die Fans auf alle Fälle, die müssen Vollgasstimmung machen, dass wir die Überraschung schaffen. Aber wie gesagt, versprechen kann ich, dass wir vollen Einsatz zeigen, dass sie sehen, da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die wo unbedingt will. Und ich glaube, das brauchen wir auch, damit wir was holen gegen Bayern. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und dann drücken wir beide Daumen und hoffen, dass am Samstag wieder mal eine Sensation gelingt. Hoffen wir auch. Danke.